Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unser München, Ihrem Servicemagazin rund um die Landeshauptstadt. Kinder, wie die Zeit vergeht. Unter diesem Motto hat die GWG München dieses Jahr ihr 100. Jubiläum gefeiert. Und zwar gemeinsam mit ihren Mietern bei 6 Mieterfesten in den Siedlungen der Wohnungsgesellschaft. Das 6. und damit letzte Mieterfest fand in der Maikäfersiedlung in Berg am Laim statt. Volles Haus beim Mieterfest in Berg am Laim. Auch hier in der Maikäfersiedlung ließ es sich die GWG München nicht nehmen, ihre Mieterinnen und Mieter anlässlich des 100. Jubiläums einzuladen. Ob jung oder alt, neuer oder langjähriger Mieter, hier kamen alle zum gemütlichen Austausch zusammen. Also das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und man merkt, wie gut das angekommen ist. Ganz viele nette persönliche Gespräche gab es mit Mietern, die teilweise sagen, Mensch, ich wohne schon 40, 50 Jahre bei der GWG, das ist mein Leben, ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Oder dann auch Mieterinnen oder Mieter, die ihre Enkel mitgebracht haben und gesagt haben, jetzt werden die hier groß und man merkt, da ist eine hohe Identifikation zum Unternehmen da und das ist was Tolles, dann weiß man, dass man was Sinnvolles macht. Das ist uns einfach sehr wichtig. Ich muss selber sagen, ich habe sehr interessante Gespräche führen können über die Wohnsituationen der Menschen, was ihnen gut gefällt, was sie nicht so gut finden, wo sie Probleme einfach sehen. Also waren auch für mich als Geschäftsführerin sehr, sehr informative und wertvolle Gespräche mit den Menschen, die bei uns wohnen. Und auch beim 6. und damit letzten Mieterfest war wieder die Jubiläumsausstellung zum Thema Kindheit bei der GWG mit dabei. Neben einem Rückblick auf 100 Jahre Geschichte schaut man bei der Wohnungsgesellschaft aber auch nach vorn. Die GWG hat im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten ein wahnsinnig ehrgeiziges, großes Bauprogramm. 3.700 Wohnungen wollen wir neu bauen in den nächsten 5 Jahren. Das heißt, die Mieteranzahl bei uns wird sich so um 7.500 Mieterinnen und Mieter vergrößern. Deswegen haben wir wahnsinnig viel vor. Wir gestalten Siedlungen neu, gerade auch hier in der Nähe, wo wir sind, wird die Haldensee-Siedlung neu gebaut, beginnt jetzt mit einer neuen Hausverwaltung. Dort soll das Thema Gasse und Wohnen mit viel Grün aufgegriffen werden, so wie wir es ja jetzt auch vorfinden. Und das ist eines unserer Zukunftsprojekte und wird mit Sicherheit eine sehr, sehr schöne Siedlung werden. Und damit eines der ersten Projekte für die nächsten 100 Jahre GWG München. Um auch in Zukunft viele Münchnerinnen und Münchner mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen.